Hallo Leute, heute hier in Elektrotraining in 5 Minuten geht es um den sogenannten Casio FX991DE Plus, und zwar die lineare Regression. Also wie kann ich eine Regression machen? Hier im Taschenrechner, dazu auf Mode gehen, dann hier auf C2, auf Start, also 2 drücken. Dann kann ich mir hier ein paar Funktionen auswählen, welche ich haben möchte. Zum Beispiel A mal X hoch B oder A plus BX, das ist hier die klassische, also auf die 2 drücken. Dann komme ich an die Wertetabelle, wo ich X und Y eintragen kann. Ich habe hier mal so also Punkte hier hingeschrieben. Hier habe ich die 1, 1, also 1 für X und für Y auch die 1 hierfür. Dann bei der 2 habe ich jetzt hier als Wert die 3 und für die 3 hier, für den dritten Wert, gehen wir jetzt hier auf die 5. So, und dann drücken wir hier ist gleich. Dann passt das. Dann auf die Taste AC, dann steht hier nur noch die 0. Dann drücke ich auf Shift und dann hier auf die 1, dann hier auf die Nummer 5, auf Regression. Und dann auf die 1, dann bekomme ich den A-Buchstaben. Dann auf ist gleich, der ist hier minus 1. Und also A ist minus 1 und dann möchte ich B noch wissen, auch in der Shift statt dann Regression, dann hier auf die 2 und das ist hier die 2, B ist gleich 2 und jetzt kann man das Ganze hier, oh, das sieht man jetzt schon immer, dann kann man jetzt hier alles mal so hinschreiben und zwar dann heißt Y ist gleich, ja, sieht man hier fast immer, Y ist hier minus ist hier 2x minus 1. Und das ist hier unsere Gerade, die hier, so unsere Trendgerade, die das hier so einigermaßen gut abdeckt alles. Ja, in diesem Sinne kann ich nur noch sagen, wenn es euch gefallen hat, Daumen hoch, hier oben könnt ihr abonnieren, hier geht es weiter zu einem weiteren coolen neuen Video. Also macht's gut, tschüss und auf Wiederschauen, euer Alexander Elektrotechnik in 5 Minuten. Tschüss.